Hey, meine Lieben, die Sonntagsunterhose bis Donnerstagsträger! Herzlich willkommen bei Simplyport, dem verstaubten Trivia-Archiv rund um unnützes Filmwissen. Heute mit einer Special-Episode von Abgedreht, unserer kleinen Serie rund um den Wahnsinn, der sich hinter den Kulissen Hollywoods abspielt. Und weil der allgemeine Wahnsinn sich bei den meisten Produktionen sogar halbwegs in Grenzen hält, diese aber dann doch immer wieder die ein oder andere interessante und absolut erzählenswerte Anekdote hervorbringen, fassen wir in Abgedreht Shorts eben diese kleinen Geschichten zusammen. Außerdem kann ich dieses Video nachher in Stücke hacken und in bester Roger Corman-Manier so in meinen YouTube Shorts recyceln. Ich kleiner Schlingel. Wer bei John Carpenters epischen Fantasy-Action-Spektakel Big Trouble in Little China genau aufpasst, wird feststellen, dass der von Kurt Russell gespielte Held Jack Burton doch irgendwie ein ganz schöner Pfosten ist, der tollpatschig durch einen Großteil der Handlung getrieben wird. Das ist auch so beabsichtigt. Soll die Figur doch eigentlich eine Persiflage auf die großmäuligen und überheblichen Helden des amerikanischen Kinos sein? Jedenfalls war das einem der Produzenten zu subversiv, weshalb man die eigentlich komplett sinnlose Eröffnungsszene nachdrehen ließ, in der Victor Wongs Charakter gegenüber einem Ermittler davon schwärmt, was für ein Held Jack Burton doch ist. By the way, ursprünglich sollte der Film im Wilden Westen spielen. Falls sich jemand fragt, warum alle Schauspieler in der berühmten Gegenüberstellungsszene in die üblichen Verdächtigen so gute Laune haben, dies ist nicht gespielt, sondern hat viel simplere Gründe. Benicio del Toro hatte am Drehtag schlicht und ergreifend tierische Blähungen und war die ganze Zeit am Rumfurzen. Was dafür sorgte, dass alle ständig kichern mussten und Probleme hatten, ihren Text ernsthaft rüberzubringen. So sieht man die Szene dann doch plötzlich auch aus einem ganz anderen Blickwinkel, oder? Dass Tierschützer ganz schön kleinlich sein können, zeigt folgendes Beispiel von den Dreharbeiten zu Die Verurteilten. Denn für die Szene, in der Brooks eine Made an seine Krähe verfüttert, bestand die zuständige Tierschutzorganisation darauf, dass die zu verfütternde Made bereits tot sein musste, damit im Abspann des Films stehen konnte, dass während des Drehs keine Tiere zu Schaden kamen. Was meint ihr, etwas übertrieben oder nicht? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Eine der mit Abstand erinnerungswürdigsten Szenen in Jäger des verlorenen Schatzes ist der perfekt getimte Gag, in dem Indy mit einer Pistole zu einem Schwertkampf kommt und diesen eben mit einem einzigen Schuss beendet. Tatsächlich aber war an dieser Stelle laut Drehbuch ein aufwendig durchchoreografierter Kampf geplant, der mehrere Drehtage in Anspruch nehmen sollte und in dem Indy den Angreifer mit seiner Peitsche entwaffnet. Allerdings war Harrison Ford zu der Zeit an der Ruhr erkrankt und körperlich zu solchen Spielereien nicht in der Lage, weshalb er Spielberg dazu überredete, die Szene so zu inszenieren, wie sie schließlich im finalen Film zu sehen war. Ja, wir verdanken einen der besten Gags der Filmgeschichte, Harrison Fords blutiger Dauerscheißerei. Auch die Szene in The Dark Knight, in der der Joker das explodierende Krankenhaus verlässt, war so, wie sie im Film landete, nicht vorgesehen. Denn die Auslösung der letzten Explosion verzögerte sich tatsächlich und da man kein zweites Krankenhaus zum in die Luft sprengen hatte
Um die Szene zu wiederholen, ließ Regisseur Christopher Nolan Heath Ledger an dieser Stelle improvisieren, während die Pyrotechniker den Fehler schnell behoben. Ein winzig kleiner Fehler, der die Szene aber tatsächlich noch ein kleines Stückchen besser macht, als sie ursprünglich vorgesehen war. Der Schrecken in Hans Grubers Gesicht beim Absturz vom Nakatomi Tower im Finale von Stirb langsam ist tatsächlich echt. Denn bei den Dreharbeiten hing Alan Rickman an einem Draht 12 Meter über einer blauen Matte und sollte nach einem kurzen Countdown bei 3 fallen gelassen werden. Jedoch dachten sich der zuständige Stunt-Koordinator und Regisseur John McTiernan, dass es der Authentizität dienlich wäre, wenn man Rickman ohne sein Wissen wohlgemerkt schon bei 1 stürzen ließe. So dann auch geschehen und der Rest ist Filmgeschichte. Rickman fand das Ganze übrigens gar nicht lustig und hat mit John McTiernan den Rest des Drehtags nicht mehr gesprochen. Jahre später sprach Rickman übrigens gern über den Stunt. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Mehr Videos folgen. Und damit ihr sie nicht verpasst, denkt dran, die Glocke neben dem Abo-Button wegzumachen, damit ihr auch rechtzeitig benachrichtigt werdet. Und lasst mir alten Like-Hure doch ein Like da. Ciao mit Au.